der stärkste meiner Krieger. Welpnah, mein vertrauenswürdigster Tane. Ich habe mit allen von euch gekämpft. Ich weiß, dass ihr Sovngarde würdig seid. Es wird nicht lange dauern, bevor wir zusammen in der Halle... Ich hatte das Gehen schon satt. Hoffentlich finden wir heute etwas Interessantes. Sollte ich wohl nicht stolz sein.
Reiten wir los! Planänderung? Habt ihr Kari gesehen? Er ist verschwunden. Der Sohn von Sulana. Als sein Vater dem Skoma erlag, hat Kari geschworen, sich an den verantwortlichen Schmugglern zu rächen. Diese hat versucht, ihn aufzuhalten, ganz alleine loszugehen, aber Kari wollte nicht hören. Ja, das ist Kari. Bitte, ihr müsst ihn finden. Er ist alles, was Sulana noch bleibt. Sulana hat in Mistral viele Dinge gehört. Hazak führt die Skoma-Händler in einer Höhle in der Nähe an. Der Eingang ist am Strand gegenüber des Katzenaugenkais. Ein übler Skoma-Händler. Hazak zerstört mit seinem Dreck ganze Familien und zieht große Krieger in den Schmutz. Skoma wird aus Mondzucker destilliert, der für uns, die wir die Monde und die Sterne anbeten, heilig ist. Aber die, die Skoma nur zum Vergnügen verwenden, werden schnell zu Sklaven seiner Visionen. Abschaum wie Hazak verdienen an dieser Sucht. Er hat sich bei einem schlimmen Unfall den Rücken ruiniert. Er nahm Skoma, um die Schmerzen zu lindern. Und es hielt ihn aufrecht. Machte ihn aber auch zu seinem Sklaven. Nach Jahren des Missbrauchs ist er zu einer leeren Hülle verfallen, zu einem fahlen Abbild seiner selbst. Kari hat noch nicht gelernt, dass Furcht und Hass das Urteilsvermögen beeinträchtigen. Sulana sagte ihm, dass es töricht wäre, auf Rache zu sinnen. Aber er ist ein Junge und die haben bekanntlich wichtigere Dinge zu tun, als auf ihre Mütter zu hören. Ne?
Deshalb nutze ich eine Bank. Ich bin noch da. Danke der Nachfrage. Hinfort, Bandit. Dieser wird niemals mit Hazak zusammenarbeiten. Mutter hat euch geschickt? Es ist gut, dass sie mich hier nicht so sieht, verschnürt wie einen Festtagsbraten. Die Banditen waren eine größere Herausforderung, als ich erwartet hätte. Sie hätte ja schon ein paar töten können, als sie die Höhlen ausgespäht hat. Aber nein, ständig muss sie mich auf die Probe stellen. Ihr dachtet, sie wäre nur eine arme, jammernde Witwe? Ha! Mutter ist nicht das, wonach sie aussieht. Sie hat mich ermahnt, erst einmal abzuwarten und alles genau zu beobachten, ehe ich mich Hazaks Loch nähere. Ich habe noch viel zu lernen. Ich habe versucht, im Gedenken an meinen Vater Vergeltung zu üben, aber ich wurde dabei von Banditen gefangen. Mutter sah, wie ich gefangen wurde und hat euch zur Unterstützung hierher geschickt. Als nächstes macht ihr mich los und wir töten Hazak für seine Verbrechen. Ganz einfach, seht ihr? Und wenn ihr mich dann befreit, werde ich alleine gegen Hazak kämpfen und wahrscheinlich dabei sterben. Hazak wird noch mehr Familien mit Skoma vergiften. Dann schwört der nächste Rache, wird von Banditen gefangen und wartet in dieser Höhle auf seinen Tod. Oder wir töten Hazak. Immer noch alles ganz einfach, ja? Gut, nun löst meine Fesseln, damit wir nach dem Schlüssel zum Versteck von Hazak suchen können. Ein Hieb, ein Schlag, ein Stich und fertig. Ich bin frei. Den Willen dazu, aber ich, Welpe. Na, ich hatte keine Angst. Nicht, die Mutter es auch hattet ihr Angst? Nicht den Willen dazu, aber ich, Welpe. Ihr habt nicht den Willen dazu, aber ich, Welpe.
sich ganz schön gewehrt, was? Was habt ihr getan? Dann habt ihr geschafft, was ich nicht konnte. Mein Mann ruht nun bei den Ahnen, frei von dem Skoma, dessen Sklave er geworden war. Als er sagt, dass Skoma leidenschaftlicher in die Arme schloss als mich, habe ich ihm jede Möglichkeit gegeben, seine Freiheit zurückzuerlangen. Aber Skoma-Händler sind Sklavenhändler des Geistes. Als Hazak ein Geschäft aus seiner Sucht machte, gab es kein Zurück mehr. Ich habe sie erst mit Giftpfeilen gelähmt und dann mit einer Klinge erledigt. Ich habe zu jedem von ihnen gesprochen, ehe ich ihm die Kehle mit einem Sichelmund zierte. Diese klauenlosen, glattrasierten hatten es dafür, dass sie Karis Vater in ihre schmutzigen Geschäfte hineingezogen haben, nicht anders verdient. Ich habe die Inbrunst der Monde in euch bemerkt und euch ausgesandt, um Kari zu helfen. Das ist auch Hilfe, ja? Aber ich würde gerne wissen, wie mein Sohn sich gegen Hazak geschlagen hat. Hat er tapfer gekämpft, wie er es gelehrt wurde? Dann hat Kari noch viel zu lernen. Es reicht fürs Erste, dass er erkannt hat, dass die Verderbnis von Hazak in seinem Tod enden musste. Euer Erfolg treibt ihn dazu an, seine Technik zu verbessern. Mit der Zeit wird er seinen Ahnen Ehre machen. Azir Trajijazeri. Wir nehmen mit Gewalt, was uns zusteht. Beim Tanz der zwei Monde studieren wir den schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Rache. Wir schulen uns darin, stets den Unterschied zu erkennen. Genießt euer Leben, Wanderer. Man weiß nie, wann einem die, die man liebt, aus den Händen gleiten. Kari, ihr habt getan, wozu Mutter nicht in der Lage war. Ich habe getan, was ich für richtig hielt, um die Ehre unserer Familie wiederherzustellen. Ihr habt euch unseres Namens als würdig erwiesen. Versteht ihr? Ja, Mutter, ich werde unter den zwei Monden tanzen, wie ihr mich gelehrt habt. Dann müssen wir eure Ausbildung abschließen.